endlich wieder ein Video von den Klausens on Tour. Ostern waren wir in Südfrankreich unterwegs und möchten euch mit diesem Video den Campingplatz Lemur vorstellen. Der liegt am Golf von Saint-Tropez, ist ein ganz toller Platz, wo wir ein paar schöne Tage hatten. Der Platz liegt wirklich in unmittelbarer Nähe zum Golf von Saint-Tropez und hat sogar einige Reihen direkt vorne am Strand. Der Platz an sich hat einen sehr hohen Standard, das muss man sagen, ist mit 4 Sternen ausgezeichnet. Früher wohl mal 3, auf manchen Schildern sind nur 3 Sterne zu sehen, aber wie ihr auf den Bildern erkennen könnt, ein sehr hoher Standard, alles sehr nett gemacht, da kann man wirklich nicht meckern. Ja, wer auf Klobrüllen hofft, ist einfach zu weit südlich, die wird es hier nicht geben. Selbst die Entsorgung der Chemietoilette ist hier im gleichen Stil gestaltet wie das komplette Sanitärgebäude. Der größere Teil des Campingplatzes ist nicht direkt am Strand, sondern liegt hinter der Küstenstraße, hat einen Proxy-Supermarkt, wie man hier sehen kann, daneben eine kleine Brasserie, wo man auch was snacken kann. Die Plätze sind alle recht großzügig gehalten, wenn auch nicht wirklich deutlich abgetrennt. Klar, die Plätze am Strand sind einfach sensationell, wenn auch mit einem satten Aufschlag berechnet. Okay, man hat auch direkten Blick auf Saint-Tropez, was direkt gegenüber der Bucht liegt. Von der Strandseite gelangt man über eine Unterführung unter der Küstenstraße hindurch rüber auf den Campingplatz, was den Weg bedeutend sicherer macht und auch den Kindern den Weg zum Fußballplatz oder zur anderen Anlage einfacher macht. Der Platz ist sehr gepflegt, macht einen tollen Eindruck, hat viele Bereiche, wo Kinder ungestört spielen können. Und wie man das hier sehen kann, ich weiß nicht, ob man es erkennt, der Boden ist Kunstrasen. Das heißt, auch nach einer Schauer oder so etwas kann man die Spielgeräte sofort wieder nutzen. Ist wirklich toll gemacht. Wie so oft in Frankreich darf natürlich auch hier die Möglichkeit nicht fehlen, sich eine Pizza kaufen zu können oder morgens einen leckeren Café au lait zu trinken. Die ganze Mülltrennung auf dem Platz ist halt sehr gut anzusehen. Im Süden ist es schon mal so, dass man da nicht wirklich so viel Wert drauf legt, auf diesem Platz hier sehr vorbildlich. Direkt am Campingplatz starten Radwege in Richtung Port Grimaud und Saint-Tropez sowie zur anderen Seite nach Saint-Maxime. Aber angesichts der Lage und des Wetters haben wir hier die Tage direkt am Strand verbracht. Als das Wetter schlechter wurde, in Anführungszeichen, haben wir dann ein paar Ausflüge gemacht. Das zeigen wir euch in einem extra Video.